Als Bonifatiuswerk möchten wir auf das Original des heiligen Nikolauses hinweisen und mit Kindern und ihren Familien den Nikolaustag feiern, der eben ein Freund der Kinder, aber auch ein Helfer der Armen gewesen ist. Und uns geht es eben darum, auch heute so zu handeln, wie es der heilige Nikolaus getan hat. In diesem Jahr möchten wir als Bonifatiuswerk ganz besonders auf die Kinderarmut hinweisen. Jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut, das heißt in Bildungsarmut, materieller Armut. Und da geht es auch um die Würde des Menschen. Und wie können wir dort auch helfen im Sinn des heiligen Nikolauses? Und darauf möchtest du, Malte, ja auch als Patin unserer Aktion hinweisen. Warum machst du das eigentlich? Aus dem Beweggrund, dass ich selber drei Kinder habe und wir in einer Gesellschaft leben, wo immer mehr die Werte verwischt werden. Also man weiß nicht mehr, was ist der echte Nikolaus, wer nicht und wofür steht denn eigentlich der Nikolaus. Wir haben in unserer Geschichte Figuren, gelebte Figuren, Vorbilder, die uns vorgelebt haben, wie wir die Nächstenliebe ganz konkret leben können, auch im Versteckten vielleicht. Und der Nikolaus war ein ganz bescheidener Mann, aber er hat auch sich nicht davor gescheut, seine Autorität und das bewegen, was er damals bewegen konnte, um das zu tun, was jeder Mensch tun muss, wenn der andere Mensch in Hilfe steht und Hilfe braucht. Und dafür setzen wir uns ein. Danke.